Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Frankreich und unser Valanda ist fertig. Ich würde ihn, obwohl es ein Hengst ist, trotzdem gerne hier hinstellen. Das heißt, Fox wird uns dann gleich doch verlassen. Ja, Hongkong-Rennen Hachiko 54% nur. Ja, okay. Gold Fever hatte 79%. Okay. Die Pferde wurden gestreichelt. Wir schauen jetzt kein Video an. Das Dorf wurde besucht. Und 3000 Münzen als Stallbursche verdient. Dann, ja, gehen wir erstmal zu dem Fox in die in den Stall. Denn, genau, er hat ein Level-Up. Und er bekommt den Sonnenstreicher. Ja, in dem Fall wären jetzt Diamanten etwas schöner gewesen, aber okay. Ja. Tut mir leid, aber es ist... drei Ritter sind dann doch zu viel. Und er bringt uns dann immerhin 69 Diamanten. Ja, Kleiner. Mach's gut. Und ich würde dann jetzt halt den Oscar, genau, Oscar, bisschen trainieren. Und wir haben dann auf jeden Fall eine Box frei, wenn wir ein Stütchen bekommen sollten nochmal. Eine Stufe 2 Stütchen wäre schön. Wir gucken gleich mal, achso, ne, die Stufe 1er Stute. Da ist doch schon wieder... Da stimmt doch was mit der Musik wieder nicht. Können wir hier noch irgendwen füttern? Lohnt sich das? Ja, Äpfel haben wir. Füttern wir den Kleinen. Dann lohnt sich das wenigstens in die Box zu gehen. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir züchten können. Wieder. Schon besser. Dann gucken wir mal. Hier war's. Und ich glaube in Montana. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der Hengst stand, mit dem ich gezüchtet hatte, aber war wohl nicht in Montana. Da war zumindest keiner zu sehen. Wir streicheln hier einmal Pferde. Und dann bist du hoffentlich noch unser Stütchen. Genau, die Derby. Und, tja, wir versuchen's. Nehmen wir wieder die Gratisverbesserung oder züchten wir dann heute auch nochmal eventuell. Wobei, ich habe noch kein hübsches Pferd leider gefunden zum Züchten. Oder wir könnten unsere Stiere mal versuchen. Wir gucken erstmal, wie viele Chancen. Das ist schön, ja. Okay. Gut, also nur Stufe 3 ist ein Hengst, dann lassen wir das mit dem Verbessern. Das sollte gut enden, genau. Wir bekommen ein Stütchen und zwar die Iris. Und die wird dann beim nächsten Mal einziehen können, sehr schön. Gut, unser Shetty lasse ich jetzt erst einmal. Das trainiert noch nicht. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich habe ein paar Rennen gemacht. Wo bin ich denn jetzt? Dritten Meilenstein in Australien. Okay, da werden wir unser Shetty nicht nehmen. Aber wir gucken jetzt erst nochmal nach Montana. Hier sieht es noch sehr chaotisch aus.
Okay, wie sieht es hier platztechnisch aus? Wahrscheinlich sind wir voll, ja. Wir sind komplett voll. Siren könnte eigentlich, würde ich gerne noch mit nach Frankreich schicken. Weil der Martin ja jetzt auch schon da ist, aber... Achso, Sasa müsste wieder raus dann. Wobei, ich glaube, die Velaras trainieren wir erst nochmal. Ronja und Luna kommen dann später. Aber sonst haben wir ja auch gar keinen, ne? Wir müssten irgendwen... Irgendeine Rasse müssen wir auf jeden Fall rüberschicken, sonst passt das hier alles nicht mehr. Gut, dann kommen die Velaras erstmal auf die Weide. Okay, du bist fertig trainiert. Ja, aber ich glaube, wir wollten noch, bevor wir da reingehen... Ach ne, er hat schon beide. Ja, dann ist es, glaube ich, egal. Dann gucken wir jetzt mal. Vielleicht bekommt er ja noch eine Verbesserung. Aber erstmal gibt es 30 Diamanten. Sehr schön. Nee, er hatte nur noch ein Level up. Schade. Na gut. Ich würde sagen, wir ernten hier einmal und machen so ein bisschen neues orangenes Futter. Das gibt ja auch alles Erfahrungspunkte. Gerne die Futtermühle. Vielen Dank. So, und wenn ich immer vier mache, dann habe ich wenigstens immer direkt genauso viel wieder verbraucht, wie ich angebaut habe. Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal zur Fantasieinsel. Da könnten wir dann, obwohl... Nach Australien müsste Brasilien noch kommen. Da können wir mit 600 Metern einen Lauf unternehmen. Da könnte vielleicht unser Lady-Pferdchen ran. Dann schicke ich den jetzt noch nicht auf die Weide. Aber Victor und unsere Stufe 2er Ladies, die kommen. Zum Training. Achso, ne, Victor ist fertig, er kommt nicht mehr zum Training. Dann schauen wir bei ihm gleich mal, was wir eventuell noch für Verbesserungen bei ihm rausschlagen können. Hoffentlich ist das jetzt die richtige Box. Ja. Nein, und wir kriegen den Kirschkuchen, das ist doch doof. Münzen, ja, immer das, was am schlechtesten ist, ne? So, jetzt aber bitte. Ja, Geschwindigkeit. Silber mit zwei Schleifchen ist jetzt nicht so super berauschend, aber gut. Im Gegensatz zu dem, was er sonst an Werten hat, ist er schon sehr nett. Sprung ist so seine schlechteste Disziplin. Na, schon wieder Münzen. Die Chance ist gar nicht so schlecht auf eine Verbesserung der Werte, aber ich glaube, Ausdauer kriegt er jetzt noch. Und das war's dann. Das sind jetzt erstmal so seine endgültigen Werte. Ja, ich denke mal, es entspannt sich platztechnisch ein bisschen, wenn wir das nächste Level erreicht haben und unsere Oase dann fertig ist. So ein bisschen wenigstens, das hoffe ich.
Und wir müssten jetzt erst noch einmal nach Deutschland schauen. Und dann würde ich sagen, geht's mit den Rennen. Obwohl. Ja doch, oder wir machen erstmal wenigstens das erste Rennen im Wolkenrennen. Danach könnte man nämlich mit den Stieren züchten. Dann könnten wir halt nur mit Level 1 anzüchten, aber immerhin. So, Apfelkeks. Apfelkeks haben wir doch bestimmt einige, oder? Ja, doch, das sollte reichen. Trauben ist jetzt momentan nicht so gut besetzt. Da wollte ich auch erst noch warten, bis ich den Salat dann machen kann. Und danach würde ich dann hier die Pferde füttern. Kirschen. Ja, das ist doch gut. Dann kommen die hier auch erstmal nicht auf die Weide. Dann schaue ich erstmal, dass ich heute noch ein bisschen füttere. Nach und nach. Abgesehen von unserer Lady hier. Wobei, vielleicht sollte ich erstmal gucken, wie weit ist denn das gute Tier? Level 10. Ja, dann würde ich sagen, trainiere ich sie nicht weiter, dann verkaufe ich sie. Dann haben wir hier nämlich noch einen Platz frei zum Trainieren von anderen Pferden. Eventuell. Ja, von unseren Sternzeichen. Ist jetzt gleich nur die Frage, mit welchen Stieren züchten wir dann zuerst? Wahrscheinlich Generation 1, oder? Generation 1 müssten wir auch schon länger da haben, den guten Tor. Tor Xavier. Was sagt uns? Das wäre ein Hengst. So, naja, 16% Chance ist jetzt auch okay. Nein, es geht gerade so drüber. Wie fies. Und es wird ein Stütchen. Und hier brauchen wir eigentlich nicht mal verkürzen, weil 13 Stunden ist eigentlich okay. Das sollte beim nächsten Mal dann soweit sein. Wie sieht es denn hier aus? 56 ist jetzt nicht so berauschend. Wir holen auf jeden Fall nochmal die Erdbeeren. Ach komm. Wir holen die Erdbeeren, wir holen die Melonen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir mit dem Salat kommen. Okay, dann kann der nämlich schon verkauft werden. Dann haben wir ein bisschen Geld wieder. So. Okay, und dann würde ich sagen, ja, Australien, aber dann starten wir hier mal. Ich glaube, den Skorpion hatten wir, den Stier würde ich gerne. Nehmen wir den Hengst oder die Stute, ist eigentlich momentan egal, Werte sind gleich. Nehmen wir den guten Sky, weil ich glaube, Sky haben wir auch länger. So, 600 Meter müssen wir schaffen, dann kriegen wir wenigstens 80 Punkte. Und vielleicht quälen wir uns dann noch durchs Australienrennen. Oh ja, aber Geschwindigkeit ist ja schneckengleich. ja gut, aber wir haben ja seine Werte gesehen. Ausdauer ist ganz gut bei ihm, aber Sprung und Geschwindigkeit ist jetzt nicht so seins. Aber ich glaube, wenn wir den nochmal auf Stufe 3 kriegen könnten. Je nachdem. Wenn mir Stufe 3 dann genauso gut gefällt, wäre es vielleicht zum Verbessern auch nochmal was Schönes. Boah, bin ich ein bisschen früh. Das war sehr knapp. Weil wir haben ja jetzt für die Rennen eigentlich nur Generation 3er Sternzeichen. Cool wäre es irgendwie, glaube ich, wenn wir nochmal Generation 1er und Generation 2er haben. Wir müssen nur noch gucken, wer. Nein! Ich dachte, wir kriegen es. Aber wir haben die 600 Meter. Ja. Wäre schon irgendwie ganz schön.
Also, sein Sprungwert ist ja echt nicht so gut, meine ich. Wir gucken gleich nochmal. Aber dafür geht's. Und dafür, dass wir die Ausdauer jetzt nicht bekommen haben. Gut, Ausdauer hat er ja ganz gut, aber die Geschwindigkeit ist halt... Aber wir schaffen trotzdem bestimmt noch die 1000 Meter. Ja. So, das war's dann jetzt aber auch. 1059 Meter. Aber nicht schlecht. Hä? Was war denn das? Naja, gut. 80 Raketen kriegen wir. Oh ja, und hier sind schon einige sehr gut dabei. Hier wird der Wassermann verbessert. Dann haben wir einen Zwilling und noch mehr Wassermänner. Nee, Wagen. Wagen sind momentan im Trend. Oh ja, der Steinbock. Steinbock finde ich auch cool. Ach ja. Und hier ist Zwilling, genau. Noch ein Zwilling. Das ist der hier aber Stufe 3 wahrscheinlich und das hier Stufe 2. Naja, gut. Halten wir uns damit jetzt nicht so lange auf. Schauen wir lieber, dass wir in Australien uns noch durchquälen. Die Frage ist, mit wem am besten? Mit jemandem, der viel Ausdauer und alles hat. Ist jetzt die Frage, bringt... Wobei, ob ich jetzt das noch dabei habe oder nicht, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich treffe sowieso sehr viele Hindernisse. Deswegen, vielleicht hilft es uns dann ja wenigstens in Passagen, wo nicht so viele Hindernisse kommen. Versuchen wir's. Wir haben ja sonst heute auch doch netterweise einiges an Diamanten bekommen. Und ja, unser Stierstütchen Stufe 1, oh, da ist schon weg das Schild, wird dann auch ein bisschen trainiert und dann für Diamanten verkauft. Aber trotzdem, also in Anbetracht dessen, dass beim nächsten Level-Up die Oase erweitert werden kann und das wird garantiert nicht günstig, deswegen hoffe ich ein bisschen auf die 20% Rabatt, dass die dann noch da sind. Aber momentan sieht es ja eher nicht so gut aus, dass wir das noch schaffen während der Rabattaktion. Ja, der Booster. Das bräuchte ich öfter. So, wir müssen 1800 Meter schaffen, aber ohne Verlängerung werden wir das jetzt nicht hinbekommen. Dafür habe ich einfach zu viele Hindernisse mitgenommen. Okay, für 300 Meter noch. Also im Gegensatz zu unserem Stier ist sie, also man merkt es geschwindigkeitstechnisch, ne? Vor allem mit der Wetterverbesserung dann noch. Wahnsinn. Ja, jetzt kommt erstmal sehr lange nichts. Jetzt wo wir es geschafft hatten. Aber wenn das beim nächsten Lauf wieder so ist, wäre es natürlich hier ganz nett. Für den nächsten Meilenstein. Oh, der war zu eng. Ja, und das wäre der nächste Meilenstein. Also da hätten wir nicht mal weiter verlängern müssen. Ein Booster gibt es gleich hinterher. Na, mal schauen. Wir gucken gleich nochmal, wie viele Raketen wir jetzt haben. Tagesaufgaben bringen ja zum Glück auch 50, glaube ich, war es. Oh, oh nee, den hätte man anders angehen müssen. Okay.
Sorayas sind ja sehr viel. Lava-Einhorn, aber es ist wieder... Also ich sehe keinen hübsch. Es ist ein bisschen... Oder du bist ein Eis-Derby. Nee, Nachbildungs-Derby. Aber kein hübsch. Na gut, dann haben wir hier den Meilenstein erreicht. Und danach würde es nach Brasilien gehen. Ich glaube, den machen wir gleich noch, auch wenn es sehr, sehr lange wird jetzt. Ja, Sprung und Tempo, das ist nichts. Nicht wirklich. Machen wir Brasilien den ersten noch zusammen, auch wenn das jetzt eine sehr, sehr lange Folge wird. Aber dann können wir Romano wenigstens noch zusammenlaufen sehen, auch wenn es jetzt regnet. Weil bei den anderen Rennen, denke ich mal, werde ich ihn nicht einsetzen. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht verbessern wir ihn ja auch irgendwann. Aber so habe ich dann wenigstens die Möglichkeit, die anderen Rennen doch nochmal zu laufen und dann schon mal Punkte zu sammeln. Vielleicht machen wir doch nochmal ein, zwei Rennfolgen, aber mal gucken. Mit den Flügeln sieht das sehr, sehr hektisch aus. Aber macht er gut. Das ist sein erstes Rennen jetzt, ja. 200 Meter nur noch. Ja, theoretisch schon wieder zu viel Ausdauer dafür. Vielleicht hätten wir ihn auch für den zweiten Meilenstein nehmen können. Naja. Sicher ist sicher. Gut, dann wird der Kleine uns jetzt aber ins Auslaufen. Sonst dauert es doch ein bisschen lange. Dann gucken wir nur noch mal auf unseren Zwischenstand, wie viele Raketen wir schon gesammelt haben. Dann hoffe ich mal, dass es reicht, dass wir dann, wenn Gaia freigeschaltet wird, dass wir sie sofort holen können. Ihn oder sie, ich weiß noch nicht, als Hengst oder Stute. Eigentlich ist Gaia ja eine Stute, aber zum Züchten brauchen wir beides. So, auch hier sieht es schlecht aus. Ja, leider. Na gut, muss ich mich mal hinsetzen und viele Ranchers besuchen. Okay, auch das gibt den Meilenstein-Erfolg. Ja. Ja, wir könnten ja auch eigentlich einen amerikanischen Traber züchten, ne? 1346. Und da haben wir die 50 Diamanten bekommen für 1200. Bei 2000 gibt es dann die, ich glaube, Haselnlampen hießen die. So, lass ich euch mal... Wir können ja mal gucken. Die amerikanischen Traber sollten hoffentlich in Montana sein. Da züchten wir ja momentan sowieso nichts anderes. Wir hätten, glaube ich, eine Box frei. Haben wir da eine Box frei? War das so? Ja, wir haben eine Box frei. Ja, dann gucken wir doch. Dann können wir doch hier einfach die Aufgabe nochmal machen. Anglo-Normanne, ich hoffe. Wo sind sie? Ich hoffe, dass sie hier sind. Ja, Nash. Und ich glaube, dann haben wir noch Stufe 4er. Stufe 4er. Ja, Zara. Sehr gut. Natürlich sind sie sehr weit unten. Ja, der Hengst. Dann dürfte Zara jetzt aber hoffentlich auch bald kommen. Taro. Da ist sie. Ja, das ist auch ganz nett. Jetzt ist es ein bisschen günstiger. Hier kommt es ja nicht darauf an, dass wir eine bestimmte Stufe erreichen, züchten, sondern einfach nur einen amerikanischen Traber. Es könnte wahrscheinlich auch Stufe 1 sein.
Aber so sind wir definitiv sicher. Und er ist auch recht schnell fertig. Ich kann ihn hinstellen und dann gucken wir mal, dass wir hier vorankommen. Hier sehen wir ja, da so ein bisschen sind wir voran. Aber ich bin mal gespannt, wenn wir hier hinten ankommen, was uns dann für ein Pferd erwartet. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr das schon gemacht? Seid ihr da schon angekommen? Wenn, dann bitte nicht schreiben, was da für ein Pferd bei rumkommt. Kann natürlich auch sein, dass es immer random ist. So. Aber trotzdem, ich möchte mich gerne überraschen lassen. Und ja, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, vielleicht schiebe ich eine Rennfolge ein, vielleicht sehen wir uns dann aber auch erst mit unseren Pferden hier wieder, mit unserem Stier. Und ja, mit unserem Warlander-Versuch, Zuchtversuch. Hier weiß ich nicht, ich werde ihn wahrscheinlich dann verkaufen, den amerikanischen Traber, und dann einfach weitermachen in den bei den Zuchten. Ich schaue aber, ich versuche dran zu denken, dass ihr dann, je nachdem wie lange das dauert, was als nächstes gezüchtet werden soll, dass ihr das wenigstens mitbekommt, so die Reihenfolge, was alles so dran kommt. Okay, ich hoffe, es war verständlich. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!